In dieser Episode zeige ich dir, woran du erkennst, dass eine gute Podcast-Agentur professionell und seriös arbeitet. Wenn dich Themen wie diese interessieren, dann abonniere jetzt kostenfrei meinen Podcast Podcast Marketing wirkt in deiner Lieblings-Podcast-App oder unter www.podcastliebe.net/unser-podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Herzlichen Dank! Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Podcast-Agentur Podcastliebe und du hörst meinen Podcast Podcast Marketing wirkt. Als Podcast-Agentur für B2B-Unternehmen wollen wir erreichen, dass alle Firmen im deutschsprachigen Raum auf ethisches Marketing setzen, indem sie ihre Traumkundschaft über den eigenen Podcast erreichen. Mehr dazu gibt es unter www.podcastliebe.net und natürlich in diesem Podcast. Wenn du dein Business über deinen eigenen Podcast hörbar machen möchtest, dann lass dich von uns professionell unterstützen. Egal ob Podcast-Beratung, Produktion oder Vermarktung, wir sind auf jeden Fall für dich da. Buche jetzt ein kostenfreies Kennenlerngespräch via Zoom unter www.podcastliebe.net/kennenlerngespräch und den Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast. Falls du es noch nicht gemacht hast, macht es absolut Sinn für dich, dir auch die Folge 140 anzuhören. Denn darin erfährst du, was dir eigentlich eine Podcast-Agentur alles abnehmen kann. Da bin ich wirklich mal im Tiefgang drauf eingegangen. Und dann stellst du dir wahrscheinlich als nächstes die Frage, die jetzt hier in dieser Folge beantwortet wird. Und zwar wollen wir uns mal angucken, was macht so eine Podcast-Agentur eigentlich zu einer professionellen, seriösen Agentur? Also wie kannst du die guten Agenturen von den schlechten unterscheiden? Und ich finde, es gibt insgesamt wirklich 4 Punkte, die das Ganze dir klar darstellen. Ja, also als allererstes solltest du wirklich mal dir die Website anschauen von der Agentur, wenn du das noch nicht gemacht hast, und die wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Also nicht einfach nur 2 Minuten mal ein bisschen durchscrollen und fertig, sondern ich würde mir im Detail angucken, was ist überhaupt das Angebot? Was bieten die an bei der Podcast-Agentur? Kann ich hier meinen Podcast produzieren lassen? Was gibt's hier im Bereich Podcast-Produktion? Haben die einen Podcast-Coach? Kann ich mich beraten lassen? Und dann auch, wie sind die Angebotspakete, diese Leistungen eigentlich aufgebaut? Also was bekomme ich da? Am besten auch noch, zu welchem Preis bekomme ich das? Nicht jede Agentur wird die Preise aufführen. Das ist immer so eine strategische Sache. Aber wenn die Preisangaben da sind, dann schau dir das auf jeden Fall im Detail auch an, damit du weißt, was du da eigentlich zu erwarten hast. Als nächstes würde ich mir an deiner Stelle immer noch mal anschauen, wer steckt eigentlich dahinter. Also geh mal auf die Über-uns-Seite. Dort wirst du mitunter Bilder finden, vielleicht eine Videobegrüßung, textlich etwas zum Team, zu dem Gründer des Unternehmens, und da dich einfach mal durchklicken, weil du kriegst dafür schon mal so ein Gefühl dafür, wie diese Menschen dort ticken, ob du dich da wohlfühlst, ob du deine Werte wieder gespiegelt siehst. Das ist ja auch wichtig, wenn du dich für eine Podcast-Produktionsfirma entscheidest, möchtest du ja eine langfristige Zusammenarbeit anstreben, und das ist schon mal gut, wenn man so eine gute Grundlage hat, was so die menschliche Verbindung angeht, was einfach die Chemie angeht, die da wirklich zwischen dir und der Agentur, also den Leuten bei der Agentur, eigentlich besteht. Als nächstes guck auf jeden Fall auch mal ins Impressum. Es ist immer ganz interessant zu sehen, vielleicht auch einmal interessant zu sehen, klar, wo sitzt vielleicht die Firma, sitzt die in derselben Stadt wie du oder sitzt die vielleicht auch im Ausland, was bedeutet das? Also vielleicht hast du selber auch irgendwelche Ansprüche, dass die Agentur aus deinem Bundesland kommen soll oder sogar aus deiner Stadt. Das kannst du da ja auf jeden Fall alles rausfinden. Nur natürlich auch mal nochmal eine Glaubwürdigkeit, weil idealerweise hat eine Podcast-Agentur wirklich auch ein Gewerbe angemeldet, und das geht alles rechtlich auch mit legalen Dingen zu, sage ich mal. Ich will niemandem was unterstellen, aber dieser kurze Blick ins Impressum ist, glaube ich, immer nochmal ganz wichtig. Und idealerweise planst du ja deinen Podcast im Voraus, und auch die Zusammenarbeit mit einer Podcast-Agentur sollte dir auch ja ein bisschen Zeit geben. Es sollte nicht so eine Heute-auf-Morgen-Entscheidung unbedingt sein, weil ich finde, man muss sich da so ein bisschen reinfinden.
Und das Schöne ist, wenn du dir diese Zeit nimmst, dann kannst du einfach mal den Newsletter abonnieren von der Podcast-Agentur oder auch von diversen Agenturen, die dich interessieren, wo du schon das Gefühl bekommen hast, das könnte was sein. Denn über den Newsletter erfährst du natürlich nochmal, wie arbeiten die, was für Tipps geben sie raus, wie sind die eigentlich so gestrickt, sind sie strukturiert genug, jede Woche dann auch ein Newsletter rauszuschicken und solche Sachen. Da fängt es ja auch schon ein bisschen an. Also du kannst zum einen inhaltlich etwas erfahren, aber du siehst auch, wie diese Podcast-Agentur arbeitet, ohne dass du schon ein aktives Zusammenarbeitsverhältnis eingehst mit der Podcast-Produktionsfirma. Und ich glaube, ja, dass dir das auch einfach einen guten Einblick nochmal gibt von den Leuten, die dort arbeiten. Du kannst ja auch für Newsletter auch nochmal antworten, eine Frage stellen, also ein bisschen warm werden einfach mit der Firma. Wenn du unseren Newsletter abonnieren magst, dann freue ich mich natürlich auch. Das ist unser Business Booster. Du findest den Link dazu in den Shownotes und der Link lautet podcastliebe.net/newsletter. Podigy ist der Podcast-Hosting-Anbieter im deutschsprachigen Raum mit Serverstandort in Deutschland sowie schnellem und kompetentem Support. Nutze bei Buchung als Neukundin unseren exklusiven Gutscheincode podcastliebe-10-off und erhalte 10% auf den Abonnementpreis. podcastliebe-10-off schreibt sich folgendermaßen: Podcastliebe, alles zusammengeschrieben und mit großem P, Minuszeichen, 1-0 als Ziffern, Minuszeichen, off wie Otto Friedrich Friedrich. Und diesen Gutscheincode podcastliebe-10-off und die zugehörigen Bedingungen findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank. Wenn du deine Newsletter abonniert hast, dann hast du ja über 2, 3, 4 Wochen schon mal einen guten Input bekommen. Du warst auf der Webseite unterwegs. Dann kann der nächste Schritt sein, wenn dir das bisher alles gefällt und zusagt, dass du sagst, ich buche jetzt mal ein kostenfreies Erstgespräch. Ich finde, dass jede seriöse Podcast-Agentur auf jeden Fall die Möglichkeit bieten sollte, dass man einfach vor einer Buchung gemeinsam mal persönlich miteinander spricht, ob das vor Ort ist, per Telefon, per Videocall, es ist ja letztlich völlig egal. Aber bevor du sagst, ich lasse jetzt meinen Podcast produzieren von den Podcast-Produzentinnen bei dieser Agentur, möchte ich natürlich gerne mal persönlich sprechen und meine ganzen Fragen auch stellen und diese vor allem auch beantwortet wissen im Gespräch. Also scheu dich auch nicht, wirklich Fragen zu stellen, bei denen du denkst, ach, das ist so eine kleine Sache, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, oder es ist wirklich auch keine Scheu, einfach jede Frage zu stellen, bis du eine gute Antwort bekommen hast, die dich auch zufriedenstellt, ne? In so einem Gespräch wirst du auch mitbekommen, du wirst ja vielleicht mit der Marketingleitung sprechen oder auch mit der Inhaberin, wie auch immer, von dieser Podcast-Agentur. Du wirst merken, hat derjenige ein strukturiertes Auftreten? Nimmt derjenige dich an die Hand? Zeigt dir die wichtigsten Punkte auf, was es alles zu beachten gibt? Oder ja, wirkt das Ganze so ein bisschen bröckelig und nicht so, wie du dir das zumindest vorstellst. Dafür wirst du spätestens in so einem kostenfreien Erstgespräch schon mal die Möglichkeit bekommen, da reinzufühlen und zu wissen, ob es passt oder nicht. In so einem Gespräch ist auch immer sehr schlau, mal zu fragen, neben vielen anderen Fragen, aber was für einen Erfolg kann mir denn der Podcast eigentlich einfahren? Denn die Antwort darauf ist ja dann immer ganz interessant, ob dir jetzt jemand, wer weiß was, verspricht, das Blaue vom Himmel runter erzählt. Das kannst du vielleicht als Non-Podcast-Profi nicht genau wissen, aber du kannst zumindest mit deinem Bauchgefühl reingehen und ein bisschen abschätzen. Wenn du unternehmerisch tätig bist, weißt du ja auch, was in etwa wahrscheinlich möglich sein kann, ob das realistisch ist, ob es vielleicht jetzt ein bisschen zu optimistisch ist, was derjenige dir erzählt. Genau, aber diese Frage mal zu stellen, auf dein Bauchgefühl zu hören, ist sehr wichtig. Und dann im nächsten Schritt wirklich auch dir faktische Qualitätsbeweise dieser Podcast-Agentur zu besorgen. Unter anderem auch diese Erfolgseinschätzung zu gucken, welche Produktionen hat diese Agentur denn schon gemacht, also da reinzuhören in diese Podcasts, kannst du dich damit identifizieren, dir auch weitere Referenzarbeiten anzugucken, denn bei einer Podcast-Produktionsfirma werden ja nicht nur Podcasts
produziert, also technisch nachbearbeitet, sondern es werden auch Podcast-Cover gestaltet, es gibt Musikkompositionen und vieles weitere. Also guck dir da auch mal ein Podcast-Cover an oder mehrere, die erstellt wurden. Frag mal nach einer Musikkomposition. Frag diese Dinge einfach mal an, dass du das einfach mal auf Herz und Nieren prüfen kannst. Und wir zum Beispiel bei Podcast-Liebe machen es so, interessierte Neukundschaft bekommt immer ein Portfolio von uns auch zugeschickt, das ich dir gerne auch mal in den Shownotes verlinke. Also wenn du daran interessiert bist, vielleicht auch mit uns zusammenzuarbeiten, dann kannst du da dir schon mal die faktischen Qualitätsbeweise unserer Agentur anschauen und für dich erkennen, ob das eben deinen Ansprüchen so gerecht wird. Und was du auch machen kannst, es ist ja auch die Möglichkeit da, wenn du ein sehr transparentes Portfolio bekommst, dass du mal die Unternehmen kontaktierst, die hinter diesen Podcast stecken und mal nachfragst, hey, ihr habt doch da den Podcast produziert, wie war denn das so? Ich habe da noch eine Frage. Ich gehe jetzt gerade sehr detailliert drauf ein, das weiß ich auch, du musst das hier alles nicht machen. Ich glaube, für dich weißt du, welche Schritte alle wichtig sind. Und du wirst es dann schon irgendwie auch spüren und merken. Vielleicht gibt es auch Punkte, wo du sagst, ach, ist mir gar nicht so wichtig, brauche ich nicht, weiß ich schon. Aber pick dir das raus, was für dich passt und finde für dich so eine Art ja, Qualitätsstandard, der dir wichtig ist und auch einen Weg, das zu prüfen. Und ich denke, da konnte ich dir schon einiges aufzeigen. Zwei weitere Punkte habe ich noch, sehe ich gerade. Was immer wichtig ist, bevor du deinen Podcast produzieren lässt, bevor du eine Podcast-Beratung buchst, dass du einfach auch mal nachfragst, hey, habt ihr denn Kundenstimmen? Gibt es Testimonials? Schickt mir die doch bitte mal zu. Ja, manchmal sind die auch auf der Website. Bei uns sind sie auf der Website zum Beispiel. Wir haben sie auch in dem Portfolio, was ich dir gerade genannt habe. Und natürlich, wenn man bei uns nachfragt, dann können wir auch welche zuschicken, ja, oder darauf verweisen. Und vielleicht ist es auch so, dass die ausgewählte Podcast-Produktionsfirma Case Studies, also Fallstudien hat, wo sie wirklich detailliert aufzeigt, sei es in der Präsentation, in einem Blogartikel, in einem Podcast-Interview mit der Kundschaft, wo stand denn die Kundschaft vor der Zusammenarbeit und wo steht sie danach? Dass du einfach so einen Eindruck gewinnst für dich. Gut, wenn ich da jetzt ein Podcast-Coaching buche, mich beraten lasse für meinen Podcast, was kriege ich denn raus? Was ist denn überhaupt möglich? Und da vielleicht auch einfach mal Zahlen anzufordern oder auch zu gucken, was tut sich quantitativ, ne? Also nee, schon quantitativ und qualitativ, was tut sich, das habe ich zweimal selber gesagt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also einmal die Zahlen und dann das, was man eben nicht so gut messen kann, dass du beides eben dir mal anschaust. Einfach, welche Erfolgserlebnisse und Ergebnisse andere Kundinnen da schon hatten. Ehrlich, ethisch und erfolgreich. Abonniere den Business Booster, unseren Newsletter für deine regelmäßigen Podcasting-Inspirationen. Trage dich jetzt unverbindlich ein unter www.podcastliebe.net/newsletter. Und ich glaube, damit hast du jetzt schon sehr viel, was du tun kannst. Ich werde dir das gerade nochmal zusammenfassen. Also die vier Steps, die es wirklich gibt, um ein gutes Bild zu bekommen davon, ist das hier eine seriöse Podcast-Agentur oder hat das doch ein paar Lücken und es reicht mir nicht so ganz, ist einfach, dass du mal dich auf der Agentur-Website umschaust, dass du ein kostenfreies Erstgespräch führst, dass du dir eine realistische bis optimistische Erfolgseinschätzung des Podcasts einfach geben lässt und da mal gut zuhörst, was derjenige zu sagen hat. Und dann untermauerst du das Ganze noch mit den faktischen Qualitätsbeweisen dieser Podcast-Produktionsfirma. Damit bist du schon sehr rund aufgestellt und dann ganz wichtig, nicht prokrastinieren und dich lange aufhalten, sondern dann auch in der Zusammenarbeit eingehen und den Podcast starten und dich darüber freuen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich für uns entscheidest und noch mehr freue ich mich, wenn du einfach Klarheit gewonnen hast mit dieser Episode. Dann teile sie gerne auch mit anderen UnternehmerInnen, die gerne einen Podcast starten möchten, damit wir noch mehr Podcasts in die Welt bringen können. Das ist nämlich super, weil das unterstützt dann wieder das ethische Marketing. Podcasts sind ein Weg, ethisch zu vermarkten für eine bessere Welt und das würde uns alle sehr glücklich machen, da bin ich mir sicher. Also sehr, sehr schön, dass du heute dabei warst bei dieser Folge. Ich würde sagen, wir hören uns. Und vergiss nicht, mach dein Business hörbar. Deine Hannah.